Ja, dann schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Grebe. Ich bin Mitarbeiter im Presseinformationsamt der Stadt Frankfurt am Main. Und ich, beziehungsweise wir, also auch mein Amtsleiter der Münster, wir freuen uns sehr über diese Plattform heute Abend, die Gelegenheit, Ihnen unsere Arbeit im Social Media Bereich ein wenig näher vorzustellen. Ich muss gleich einschränkend sagen, dass wir die Social Media Arbeit des Presseinformationsamtes beleuchten können und beleuchten werden. Es gibt bei der Stadt Frankfurt sehr viele verschiedene Angebote, die in verschiedenen Ämtern, kampagnenbezogen, auch in den städtischen Museen, über Facebook, Twitter, Google Plus und andere Kanäle gefahren werden. Das kann man zum Beispiel auch bei uns auf der Startseite von frankfurt.de sehen. Da können Sie später nochmal reinklicken. Im Social Media Register. Wir haben eine Erhebung letztes Jahr endlich mal gemacht und geschafft, um zu ermitteln, was es da alles für Angebote gibt bei der Stadt Frankfurt, und sind da inzwischen, es wächst weiter. Die FES, Frankfurt Entsorgungsbetriebe beispielsweise, sind dieser Tage mit einer eigenen Fanpage auf Facebook online gegangen. Sind wir circa bei 50 Fanpages auf Facebook und Twitter-Angebote, circa 20 Stück, und noch weitere verschiedene Social Media Geschichten. Das heißt, es ist bei der Stadt Frankfurt sehr oder eher dezentral geregelt. Aber natürlich gibt es zentralstädtische Angebote, die beim Presseinformationsamt, also die offizielle Facebook-Fanpage der Stadt Frankfurt oder Twitter, betreut werden. Worauf ich heute auch nicht zu sprechen kommen werde, weil es eben auch nicht im Presseinformationsamt betreut wird, aber was dem einen oder anderen vielleicht geläufig ist und man sich vielleicht deswegen fragt, warum sagt der Herr Grebe nichts dazu, ist Frankfurt fragt mich. Frankfurt fragt mich, glaube ich, inzwischen 1,5 Jahre circa alt, die Beteiligungsplattform der Stadt Frankfurt, wo es einen Mängelmelder gibt, auch eine Ideenplattform, wo der Bürger, die Bürgerin sich einbringen können, um Verbesserungswünsche zu Frankfurt zu äußern. Das wird aber, wie gesagt, auch nicht im Presseinformationsamt betreut, sondern im Amt für Informationstechnologie. Ich würde Ihnen ganz gerne, bevor ich dann unser Portfolio ein bisschen näher vorstellen möchte, also was wir an zentralstädtischen Social Media Angeboten im Presseinformationsamt betreuen, die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, vermitteln, weil man dann, glaube ich, auch ein bisschen einordnen kann, ob das, was wir machen, wie wir es machen, gut oder schlecht ist. Und das Thema der Veranstaltung oder Subtitel der Veranstaltung war ja auch erfolgreiches Social Media. Ich war so ein bisschen unglücklich über den Titel, weil ich von mir aus nicht sagen würde, hey, wir machen super tolles, erfolgreiches Social Media, aber wir machen es, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir im Grunde im Presse- und Informationsamt eine Person haben, die Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube und diverse andere Angebote betreut, die wiederum mit einer halben Stelle ausgestattet ist. Das bin ich. Wir machen Social Media seit 2009. Wir sind da, denke ich, sehr früh dabei gewesen. Wenn man heute schaut, dass immer noch andere Kommunen, zuletzt hat sich Wiesbaden mal informiert, die wollen auch mal in den sozialen Medien aktiver werden, bei uns informiert. Dann glaube ich, sind wir insgesamt eigentlich recht früh am Start gewesen mit dem Jahr 2009. Seit 2009 haben wir für Social Media, abgesehen natürlich von meinen Personalkosten, unseren Personalkosten, 11.000 Euro ausgegeben. Wir sind sehr knapp gemessen, was wir an Mitteln zur Verfügung haben, um Social Media Arbeit zu machen. Eine weitere wichtige Information, wenn man uns vergleicht mit anderen großen Städten, wir sind ja unter den 5 größten Großstädten Deutschlands, also Berlin, Hamburg, München, Köln, dann Frankfurt. Dann muss man da sehen und beachten oder im Hinterkopf bewahren, dass die eigentlich in der Regel alle ihre Online-Kommunikation und damit auch Social Media ausgelagert haben. Sprich, die haben eigene Portalgesellschaften gegründet, Online-Gesellschaften, wo das Ganze gebündelt ist. Bei der Stadt Frankfurt kommt das alles noch aus der Verwaltung heraus. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Information, die man im Hinterkopf bewahren sollte. Ganz kurzer, schneller Überblick. Ich habe es angesprochen, seit 2009 machen wir Social Media. Wir sind gestartet mit dem Twitter-Angebot. Mein Vorgänger hat das damals von heute auf morgen initiiert, im Juni 2009. Im September 2009 kam dann kurz später Facebook dazu, auch YouTube. Und im November 2011 haben wir uns dann auch noch Google Plus aufgesattelt. Da komme ich auch noch mal später drauf zu sprechen. Additiv nutzen wir natürlich, um diese 3 bis 4 Hauptkanäle zu bespielen, weitere Angebote, wie das Portfolio, was Google bereitstellt, zum Beispiel Google Maps. Wir haben auch einen Soundcloud-Account, um auch Hörbeispiele oder Hörproben, Hörposts zu machen auf Facebook, und Storyfy immer wieder auch, um Live-Kommunikation zu dokumentieren im Nachhinein.
Ich werde versuchen, Ihnen unser Konzept ein bisschen näher zu bringen. Wir haben das niedergeschrieben in Papierform, ein paar Seiten, in denen man relativ schnell und gut erfassen kann, warum wir wie Social Media einsetzen. Und ich werde versuchen, Ihnen das anhand von Beispielen zu erläutern, anhand auch unseres Portfolios. Das ist natürlich unsere Fanpage, unsere Facebook-Seite. Und Facebook ist für uns definitiv ein, weil sehr bildlastig und sehr viel mit Bewegtmaterial arbeitendes Medium, ein Imageträger für die Stadt Frankfurt. Man muss auch bedenken, dass uns auf Facebook nicht nur Frankfurterinnen und Frankfurter folgen, sondern auch sehr viele Menschen, die, Frankfurt ist ein Durchlauferhitzer, hier mal in Station gehabt haben, für ein paar Monate oder Jahre hier gearbeitet haben, dann weiterziehen. Das heißt, uns folgen mindestens, unter 190.000 Fans sind mindestens 50% Menschen, die nicht in Frankfurt ihren Wohnsitz haben. Uns geht es, ganz klare, einfache Zielsetzung, um die Bekanntheit unserer Angebote. Das heißt, wir haben ein Riesenportfolio, wir haben bestimmt kein Content-Problem, ein Riesenportfolio an verschiedenen Themen für ganz viele verschiedene Zielgruppen, die auch von vielen verschiedenen Ämtern oder Museen zur Verfügung gestellt werden. Und die freuen sich natürlich auch, wenn wir ihre Themen unserer Facebook-Seite bringen, um einfach Besucherzahlen zu erhöhen oder auf Kampagnen aufmerksam zu machen. Facebook auch, weniger Facebook, aber vor allem Twitter dient der direkten Bürgerkommunikation, also sprich im Bereich Service, da habe ich auch ein paar Beispiele noch zusammengetragen. Und ja, wir versuchen natürlich auch eine gewisse Nähe zur Stadtverwaltung herzustellen. Insgesamt aktuell 192.000 Fans. Die durchschnittliche Reichweite pro Post liegt bei ca. 35.000 Fans. Der erfolgreichste Post 590.000 Fans. Nur mal um so ein paar Zahlen Ihnen zu liefern, zur Orientierung. Was wir nicht machen, fangen wir mal so an auf Facebook. Was wir nicht machen, sind solche Posts, wie sie vielleicht allgemein und bekannt sind von anderen Seiten. Irgendwo, also in Hamburg, in München oder in Köln geht die Sonne auf und man macht einen Post, liebe Community, wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag in Hamburg, viel Spaß in München und so weiter. Ich weiß, dass das ein sinnvolles Instrument sein kann, um einfach die Reichweite kontinuierlich hochzuhalten. Solche Beiträge geben sehr viel Interaktion und im Grunde können wir auch regelmäßig die Skyline posten. Wenn wir die Skyline posten würden, einfach nur als Bild, dann würden wir sehr viele Aufmerksamkeit dafür bekommen. Aber uns geht es letztendlich im Kern um was anderes, nämlich um den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Kurzer Einwurf noch, ich möchte hier jetzt kein Bashing gegen die Kollegen betreiben von München, Köln, Hamburg und so weiter. Die machen auch ganz tolle Angebote, man kennt sich auch untereinander ein bisschen. Ich möchte nur so ein bisschen über das Beispiel zeigen, dass wir schon uns Gedanken machen, uns in gewisser Weise zu positionieren. Facebook dient uns auch aufgrund der großen Reichweite, um über den Dialog zu informieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Natürlich haben wir auch immer wieder Events dabei, wo wir Bürger einladen, mit dabei zu sein. Aber wir möchten auch gerne zeigen und darstellen, was die Stadt Frankfurt alles leistet. Ob es jetzt zum Beispiel die Sanierung im Grüneburgpark ist, die mitten am Laufen ist, die einfach sehr viele Frankfurterinnen und Frankfurter betrifft. Oder neue Linie von der VGF letztes Jahr, im November, Dezember war es, glaube ich, die wiederum das Nahverkehrsnetz zusammenbringt. Und damit, mit solchen Themen haben wir unglaublich viele Berührungspunkte zu den Bürgerinnen und Bürgern. Da entstehen sehr viele Fragen und wir wollen auch über Facebook diese Themen ab und zu erläutern, aufgreifen. Ich würde es im Grunde auch sehr viel öfter gerne machen, wenn wir die Kapazitäten hätten, um einfach das Feedback aufzugreifen von den Leuten und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie Gehör finden bei uns. Weil Dialog anstoßen ist das eine, aber Dialog annehmen ist das andere. Diese beiden Beispiele sind vielleicht weniger intensiv als das, was wir Ende letzten Jahres gemacht haben, mit Blick auf die Betreuung, die man in sowas investieren muss. Da zum Beispiel haben wir Ende letzten Jahres zusammen im Historischen Museum, die auch sehr fit sind im Bereich Social Media, mal den Neubau vorgestellt, beziehungsweise den Abschluss des Rohbaus, Richtfest war, des neuen Historischen Museums. Das ist ein markanter Bau, der vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern vielleicht auf den ersten Blick auch einen Schreck einjagt. Und wir haben das zusammen verargumentiert, diskutiert, unterstützt mit den Kollegen vom Historischen Museum, konnten wir eine gute Diskussion fahren und viele Missverständnisse aufklären und ein Bewusstsein schaffen für das, was da passiert. Ein anderes Beispiel, das ist gar nicht so lange her, das haben Sie auch mitbekommen, das war in der Presse, der probeweise einspurige Betrieb der Eschersheimer Landstraße. Ist eine Riesendiskussion. Da kommen ganz viele Leute, die auf dieses Thema reagieren. Wir haben schnell einen Konflikt zwischen Autofahrern, Radfahrern,
die sich gegenseitig auch ein bisschen an die Gurgel springen. Und wir versuchen aber über solche Posts auch klarzumachen, hey, das ist ergebnisoffen, weil viele behaupten, das ist doch eh nichts nütze, die Stadt Frankfurt macht doch, was sie will. Nein, wir wollen versuchen klarzustellen, dass hinter solchen Aktionen eben auch viel Gedanken und viel Strategie stecken. Wir versuchen, das dann auch zu erläutern in der Diskussion. Wir schrecken auch nicht zurück vor noch heißeren Eisen. Das ist vor 4 Wochen bei uns gelaufen, das Thema Galopprennbahn. Ich weiß nicht, ob das jeder so ohne weiteres anpacken würde. Wir haben gesagt, hey, es ist ein Bürgerentscheid. Social Media ist zwar keine Beteiligung im demokratischen Sinne, aber es ist eine Beteiligungsform. Deswegen müssen wir es, wollen wir es auch auf Social Media bringen. Wohl wissend, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, aus vieler verschiedener Hinsicht. Das Beispiel erläutere ich nur deswegen, weil so ein Post innerhalb kürzester Zeit, gut, er hat eine hohe Reichweite von knapp 100.000 Endgeräten, aber er zieht eben auch sehr viele Kommentare nach sich, 600 Stück, das muss man monitoren, das muss man auch beantworten. Und er ist sehr emotional, das ist ein richtiges Aufregerthema, das kriegt man, glaube ich, auch mit, wenn man nicht im Bereich Social Media unterwegs ist. Und sowas kostet sehr viel Zeit. Dieser Post hat mit Vorbereitung, Betreuung, Kommentare schreiben, Dialog führen, nachher auch auswerten, tatsächlich 5 bis 6 Stunden Arbeitszeit genommen. Das heißt, sowas können wir nicht jeden Tag machen. Gut, es gibt noch nicht jeden Tag so ein Thema, aber es ist sehr arbeitsintensiv. Warum ist es das? Weil wir als Presseinformationsamt natürlich nicht auftreten können und sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal einen Post zur Galopprennbahn oder zum Grüneburgpark oder zum Richtfest Historisches Museum. Sondern wir müssen uns da abstimmen. Wir müssen uns da sehr intensiv abstimmen mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Thema betraut sind. Die müssen uns für einen Post ein Briefing geben, dass wir in der Lage sind, redaktionell die Themen zu betreuen. Dass wir gute Argumente haben, das hilft uns auch einzuschätzen, können wir ein Thema bringen über Social Media oder sollten wir es besser sein lassen. So eine Entscheidung kommt auch mal zustande. Aber dann wollen die Kollegen natürlich auch, weil wir das, was als Feedback kommt, ja auch weiterverwerten wollen, wissen, was sind denn so die letztendlichen Grundaussagen, wie ist die Stimmung in der Community zu dem Thema. Das gehört alles dazu, um so einen Post vernünftig aufzubereiten. Das hört sich jetzt alles sehr streng und sehr, fast schon akribisch an, aber letztendlich nutzen wir Facebook natürlich auch, um zu unterhalten. Wir haben auch leichte Themen oder geben auch leichte Themen Platz auf unserer Timeline. Wir haben zum Beispiel so eine Serie, wo wir Frankfurter Feiertage feiern, wo wir einfach versuchen, Anlässe, für die es keinen echten Feiertag in Frankfurt gibt, wie zum Beispiel Goethes Geburtstag im August, dass wir sagen, hey, das nehmen wir zum Anlass, um darauf wieder hinzuweisen, geben Menschen aus Frankfurt, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir kein kaltes Bild der Stadt erzeugen, sondern wirklich Menschen, die mit ihr leben, die viele tolle Sachen machen, dafür gewinnen, für das Thema Pate zu stehen. Das zum Beispiel ist der Dalibor Markovic, ein Poetry Slammer aus Frankfurt, sehr bekannt. Ich glaube, es ist auch deutscher Meister im Poetry Slam, der zu dem Thema einfach dann auch gesagt hat, ja klar, dann mache ich mit, finde ich eine schöne Idee. Weitere lockere Themen, das merken Sie auch in der Ansprache, wie zum Beispiel hier die Freibad-Saison, wo wir uns einfach kurz fassen und versuchen wollen, als Stadt ein anderes Bild wiederzugeben oder lockerer rüberzukommen, als man das vielleicht aus anderen Berührungspunkten mit der Stadt so kennt und weiß. Ich meine, ansonsten kriegt man vielleicht einen Bescheid oder geht in die Kfz-Zulassungsbehörde. Das sind dann nicht immer die allerschönsten Berührungspunkte, aber auf Facebook versuchen wir da eine andere Sprache zu sprechen. Und nicht, um irgendwas vorzutäuschen, sondern ganz einfach, weil bei der Stadt Frankfurt auch ganz viele normale, nette Menschen arbeiten, die genauso miteinander umgehen wie wir hier jetzt miteinander reden. Wir wollen auch versuchen, ab und zu mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Sprich, zum Beispiel in unserer Gewinnspielserie Entdecke deine Stadt, wo wir mit Ämtern zusammenarbeiten, die uns dann ein Erlebnis zur Verfügung stellen, in dem Fall der Zoo, eine Nashornfütterung, etwas, das man normalerweise nicht erleben kann, aber eben auf unserer Facebook-Seite schon erleben kann, wenn man eben an diesem Gewinnspiel exklusiv auf Facebook teilnimmt. Das hier rechts ist eine Einlösung beim Palmgarten, Exklusivführung, die es so auch nur im seltensten Fall dort gibt. Ich springe jetzt mal ein Stück weiter, vielleicht zu dieser Folie hier, einfach um auch nochmal den Wert von User-Generated Content hervorzuheben. Wir sind davon überzeugt, dass wir Facebook nicht nur
zur Selbsterstellung nutzen wollen, sondern eben auch als Plattform, damit sich andere Leute aus Frankfurt eben mit darstellen können. Das sind die besten Werbebotschafter. Ob es jetzt ein Musiker ist, der einen Song zum Rebstockbad gemacht hat, der sehr originell ist, klicken Sie später mal auf den Link. Ich glaube, ich zeige es Ihnen jetzt nicht, weil es zeitlich ein bisschen knapp wird. Oder ein Jugendlicher, der das Geiler mit Pappe nachbaut. Das sind Steilvorlagen. Das sind einfach wunderschöne Themen. Die sind emotional, die sind nett und ich habe wirklich Respekt vor solchen tollen Sachen und das greifen wir natürlich auf, weil das sind unserer Meinung nach die wichtigsten Werbebotschafter. Menschen aus Frankfurt, die ihre Stadt lieben, die mit Leidenschaft gegenüber Frankfurt sich was einfallen lassen und das repräsentieren wir sehr gerne. Auf solche Themen stoßen wir zum Beispiel, indem wir Frankfurter Blogs monitoren, da gucken wir auch gerne drauf oder dazu gehören auch Blogger zu diesem User-Generated Content. Es gibt in Frankfurt einige Blogger, die sehr aktiv sind und regelmäßig Themen aus Frankfurt aufgreifen. Auch dafür räumen wir ab und zu, wenn wir es zeitlich schaffen, auch Platz auf unserer Facebook-Seite ein, weil das sehr viele interessante Betrachtungen sind. Genau. Auch unser Fanfotowettbewerb, eine Plattform für Fotografen, wo wir zu verschiedenen monatlich gesetzten Themen den Fotografen die Möglichkeit geben, Bilder einzureichen. Das Gewinnerbild, was von der Community dann bestimmt wird in einem Auswahlprozess, da haben wir eine ganz interessante Kooperation mit Ströhr auf die Beine stellen können, wird dann, um das, was auf Facebook passiert, auch in die reale Welt zu hieven, auf den U-Bahn- und S-Bahn-Station-Infoscreens in Frankfurt präsentiert. Insgesamt glaube ich, also ich glaube immer, man kann einiges besser machen. Und Sie haben auch gesehen, wir haben begrenzte Ressourcen, aber letztendlich bin ich doch immer zufrieden mit unserer Reichweite. Ich habe mir mal so drei Stichpunkte mitgebracht. Sie sehen, dass unsere wöchentliche Reichweite auf Facebook eigentlich sich sehen lassen kann. Bei 190.000 Fans, die wir haben, haben wir eigentlich immer eine Reichweite, die bei so um die 200.000 pendelt. Und teilweise auch mal eine 500.000 haben wir gehabt in einer Woche, die extrem gut lief, auch über User-Generated Content, den wir da gebracht haben. Von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Vor allem muss man dazu sagen, wir versuchen, nein, oder nicht versuchen, wir wachsen ausschließlich organisch. Wir nehmen kein Paid Content in die Hand. Also wir geben kein Geld für Werbung aus. Wir versuchen nur über unsere Inhalte zu wachsen, beziehungsweise noch wichtiger als Wachstum, unsere Userschaft einzubinden in Dialog, der einen gegenseitigen Mehrwert hat. Jetzt gehe ich weiter auf Twitter. Wir wachsen auf Twitter enorm. Wir haben 2014 ein Wachstum von 91% hingelegt. Wir konnten es zuerst gar nicht glauben, dachten auch, das kann doch nicht sein, dass es immer so weitergeht. Aber Twitter ist sehr stark im Wachstum begriffen. Wir sind inzwischen die zweitgrößte Community Deutschlands kommunaler Art. Ist jetzt nicht für uns das Allerwichtigste, aber ich finde, das kann man auch mal sagen. Hamburg hat, glaube ich, noch 75.000 Fans oder Follower sind ein gutes Stück weit entfernt. Twitter ist jedenfalls, und das ist wichtiger, der Kanal für schnelle Nachrichten. Wenn es aktuelle Pressemitteilungen gibt, greifen wir die auf, schicken die auf Twitter raus. Es ist vor allen Dingen aber auch noch stärker als Facebook ein wichtiger Servicekanal. Wir kriegen dort sehr viele Anfragen rein von Bürgerinnen und Bürgern. Ein paar Beispiele für die schnellen Nachrichten, ob es jetzt eben neue Planungen sind, die für den Bahnhof ausliegen oder dass nach Ostern die Bauarbeiten in den Nebenstraßen der Zeil losgehen oder Hanauer Landstraße, da gab es ja, ich glaube, vor einigen Monaten Wasserrohrbruch oder was ähnliches und da musste ständig darüber informiert werden, dass es da zu Verkehrsstauungen kommt und ähnliche Themen. Das meine ich mit schnellen Nachrichten. Dabei teilen wir auch gerne Nachrichten von Kollegen, ob das jetzt von der Polizei Frankfurt ist, aktuelle Geschwindigkeitsmessung oder von der VGF Frankfurt, die vor kurzem gerade informiert hat über die Verlängerung der Linie 5. Oder bei der Feuerwehr Frankfurt, da haben wir das 24-Stunden-112 auch mitbegleitet und damit verstärkt. Wir haben einfach eine sehr große Reichweite mit 60.000 Followern auf Twitter und diesen Multiplikatoreneffekt geben wir auch gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Service, aber auch Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement ist vielleicht ein großes Wort, aber wir versuchen schon, oder wir haben für uns immer den Anspruch, wenn eine Anfrage reinkommt, beantworten wir sie und wir haben den Anspruch, sie weiterzugeben an die jeweilige Stelle. Das soll nicht ins Leere laufen und deswegen Qualitätsmanagement, weil es auch immer wieder tatsächlich zu Konsequenzen führt. Kleines Beispiel, nicht weiter spektakulär, aber für uns ja auch gut so, wenn dabei was rauskommt, da hat ein User zum Beispiel eine Ampelanlage gemeldet, die defekt ist,
Und ich habe das auch erstmal übersehen. Sowas passiert mir natürlich auch immer wieder, dass man sowas nicht auf den ersten Blick erkennt. Und im weiteren Verlauf haben wir das dann weitergegeben an die Kollegen vom Straßenverkehrsamt und am nächsten Tag läuft die Ampel wieder. Ist nur ein kleines Beispiel, aber es ist ein Beispiel, das tatsächlich in dieser Ähnlichkeit sehr häufig auftritt. Weiteres Beispiel, da gehe ich nicht näher drauf ein, ob es jetzt vor der Skyline Plaza eine Müllsituation ist, wo sich ein Bürger drüber aufregt. Da wird zu selten geräumt, da wird aber tatsächlich sehr oft geräumt. Das haben wir an die Stabsstelle Sauberes Frankfurt weitergegeben. Das sind auch alles Kollegen, die dann sehr interessiert sind in solchen Rückmeldungen und damit auch wirklich was anfangen können und das in ihre Arbeit einfließen lassen. Dadurch wird die Stadt Frankfurt, glaube ich, auch besser. Genau, und hier vielleicht nochmal, wie auch der Dialog zwischen uns funktioniert. Eine U-Bahn-Station, Nationalbibliothek, die wieder die Eckenheimer Landstraße wieder befahrbar macht ab 7.5. Eine Rückfrage vom User, die wir nicht beantworten können. Wir geben es weiter per AdMention an die VGF und die VGF antwortet dann auch drauf. Da arbeiten wir, denke ich, sehr gut zusammen. Da bin ich sehr zufrieden. Häufiges Missverständnis auf Twitter ist, dass die Leute manchmal glauben, wenn wir es auf Twitter schreiben, da ändert sich sofort was. Das können wir natürlich nicht garantieren. Ja, ich meine, wir sind immer noch in der Kommune, wo politische Entscheidungen dazugehören, bis sich etwas ändert. Und wenn jetzt jemand fragt, dass es bei Krankenhausbesuchern zugeparkte Anliegerstraßen gibt, dass man da Lösungen finden muss, dann können wir natürlich in dem Fall nicht sagen, ja, wir ändern es jetzt sofort, bitteschön, morgen ist alles anders, sondern natürlich müssen wir dann auf die demokratischen Wege hinweisen, zum Beispiel der Ortsbeirat. Ja. Ja, weiteres Beispiel, Anwohnerparkausweis oder wenn jemand abgeschleppt wird, da können wir nichts machen erstmal im ersten Blick. Aber wir verstehen das. Ich meine, wenn ich abgeschleppt werde, ärgere ich mich auch. Und wenn jemand dann auf Twitter schreibt, das ist doch alles blöd bei der Stadt Frankfurt, dann verstehe ich es auch erstmal kurz. Wir damit sagen, dass wir uns auch als Ventil verstehen. Also man darf ruhig auch mal Dampf ablassen, solange es im gescheiten Ton bleibt, im gescheiten Umgang, kann man bei uns immer gerne auch sich kurz aufregen. Wir haben mal versucht, das hat eine Praktikantin letztes Jahr im Mai gemacht, dankenswerterweise, wie viel wir solcher Art Serviceanfragen oder ähnliche Serviceanfragen bei uns reinbekommen. Und auf Facebook sind es 135 Pinnwand-Einträge, 29 Direktnachrichten. Das muss man sich alles angucken, weil in jedem Pinnwand-Eintrag kann was Explosives drin sein, was hochgeht. Das muss man sich anschauen und dann bewerten, will man darauf antworten oder nicht. Bei Twitter wird es ein bisschen interessanter, weil wir da haben wir differenziert. Wir haben im Mai 2014 auf Twitter 411 Benachrichtigungen in Form von AdMentions bekommen. Davon haben wir das so kategorisiert, dass 131 keine direkte Anfrage sind. Das heißt, wir mussten da nicht zwangsläufig darauf reagieren. 195 hatten aber ein indirektes Anliegen, wo wir dann auch entscheiden, ja, da sollte man vielleicht besser darauf reagieren oder kann man zum Anlass nehmen, sich zu Wort zu melden. Und 86 direkte Anfragen. Vielleicht zu den 131 keine direkten Anfragen. Das sind solche Mitteilungen wie früher Foursquare oder heute über Swarm. Ich bin gerade in Frankfurt und da muss man nicht immer, kann man mal einen Welcome-Tweet machen, ja, aber da muss man nicht mal drauf eingehen. Wichtig sind wirklich diese beiden hier, die 86 direkten Anfragen vor allem, weil die machen eine Reaktion erforderlich. Und auch das macht dann sehr viel Arbeit. Aber wie gesagt, auch meistens mit einem guten Output für uns. Aber deswegen, weil wir das zurückspeisen müssen an die entsprechenden Fachstellen und man da auch nicht immer sofort eine Antwort bekommt. Aber wir sind dran, wir geben uns da die größte Mühe und ich glaube, das zahlt sich im Grunde auch aus. Hier mal eine kleine Statistik, die ich immer wieder gerne verwende, um zu zeigen, dass Dialog im Kern Social Media immer noch sehr stark ausmacht und für uns auch auf Twitter zumindest einen gewissen Erfolg bedeutet. Wenn sich mal die anderen Städten, die wir da im Benchmark drin haben, anschauen, zum Beispiel ganz oben Hamburg, dann werden Sie sehen, dass in den Zeitraum vom 1. Januar bis 10. Juni Hamburg um 12.800 neuer Fans hinzugewonnen hat. Wir haben 13.815 dazugewonnen. Wenn man sich dann aber mal anschaut, wie viele Tweets wir gesendet haben, dann sind wir da gar nicht so viel besser. Vor allem, wenn man sich Berlin anschaut, 5.401 Tweets in den Zeitraum, wir selbst nur 611 Tweets. Wenn man sich aber mal dann anschaut, wie viele Antworten wir gegeben haben oder unsere Response Rate sich anschaut, dann haben wir die höchste von allen Städten. Also wir haben 55,3 Response Rate und das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, warum, müssen Sie letztendlich beurteilen, aber warum ich glaube und auch hoffe, dass das Angebot ganz gut angenommen wird, was wir als Stadt Frankfurt machen.
Zwei weitere kurze Beispiele für Live-Kommunikation. Dafür eignet sich Twitter auch sehr gut, einfach um Images zu transportieren. Stichwort Bahnhofsviertelnacht, wo wir auch kuratieren, verschiedene Beiträge, die unter dem Hashtag laufen, hervorheben, aber selbst eben auch live berichten, indem wir wirklich wie Stadtteilreporter durch die Nacht ziehen. Genau dasselbe bei der Nacht der Museen, zuletzt im April, wo auch das Kulturamt sehr stark mitgewirkt hat. Issue Management spielt auch eine Rolle. Wir können auch statt Frankfurt Themen im vormedialen Raum, hieß es immer in meiner Ausbildung, früher identifizieren, als es vielleicht in der realen Welt der Fall ist. Natürlich gucken wir auch, was unter den Hashtags Galopprennbahn gerade passiert oder bei Blockupy hat es eine Rolle gespielt oder auch bei allgemeinen Themen wie Mein Frankfurt, da können auch immer wieder sehr spannende Inhalte mit dabei sein. Krisenkommunikation, ich habe es kurz angesprochen, auch das spielt natürlich bei uns eine Rolle. Da gehen aber, denke ich, die Kollegen vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein. Ich würde jetzt einfach weitergehen auf den YouTube-Kanal, wo wir auch versuchen, natürlich Bilderwelten, gerade in Form auch von zwei Serien, nämlich unserer Stadtteilserie, wo wir nach und nach die 46 Stadtteile abarbeiten, präsentieren, beziehungsweise die Frankfurt Insights, die 1000 Wunder von Frankfurt. Aus zeitlichen Gründen kann ich es Ihnen jetzt leider nicht zeigen, aber das sind ganz tolle Bilderwelten, die da von den Kollegen in der Videoredaktion erzeugt werden, die wir auch gerne in den sozialen Medien verwerten. Google Plus haben wir, wie gesagt, seit November 2011. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es nicht geschafft, Google Plus in unsere Content-Strategie so zu verankern, dass es für uns ein geschicktes, gescheites Input-Output-Verhältnis hinbekommen hätte. Anfang letzte Woche gab es auch wieder neue Nachrichten darüber, dass Google Plus völlig umgebaut werden soll, alles soll anders werden. Google ist anscheinend mit dem Angebot selbst sehr unzufrieden. Wir schauen mal, wie sich es weiterentwickelt, aber natürlich konzentrieren wir uns eher auf unsere Stärken oder dorthin, wo das Output-Verhältnis besser ist, als auf dem Kanal. Das heißt, wir bespielen ihn im Augenblick sehr zurückhaltend. Letzte Folie, ich habe auch leicht überzogen, entschuldige mich schon dafür. Ich wollte Ihnen noch einen kleinen Einblick geben in die interne Kommunikation. Was ich jetzt vorgetragen habe, war ja vor allen Dingen, wie kommunizieren wir nach außen. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, dass bei so einem großen Apparat, wie die Stadt Frankfurt das ist, der auch sehr dezentral aufgestellt ist, wir natürlich auch versuchen, das Thema Social Media Arbeit nach vorne zu bringen. Dass es weiter mitgedacht wird im Kommunikationsmix. Es wird ja häufig dann immer noch sehr stark im Print, vielleicht weniger online gedacht. Und deswegen haben wir verschiedene Bausteine jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen entwickelt, um das nach vorne zu bringen, das Thema. Sprich, es war dringend notwendig, Sie wissen, 50 Facebook-Seiten, 20 Twitter-Accounts circa, Social Media Guidelines bei der Stadt Frankfurt einzuführen. Das haben wir letztes Jahr hinbekommen, auch ein langer, sehr langwieriger, aber lohnender Prozess, damit die Kollegen einfach eine Orientierung haben, was geht nicht im Bereich Social Media, zumindest bei der Stadt Frankfurt. Wir arbeiten auch oder versuchen Einfluss zu nehmen auf den Relaunch von Frankfurt.de, dass das Ganze auch ein bisschen interaktiver wird über Social Media Elemente, die wir empfehlen. Es wird bald hoffentlich einen Flyer geben für die Kolleginnen und Kollegen, damit sie auch für die private Nutzung, also weil die Social Media Guidelines sind für die dienstliche Nutzung. Es gibt aber einen Flyer mit Empfehlung für die private Nutzung, damit die wissen, wo gibt es Fettnäpfchen, wo gibt es vielleicht Konflikte. Gut, ansonsten, Social Media Register habe ich schon gesagt. Wir haben noch einen internen Social Media Treff für alle Kolleginnen und Kollegen, den wir als Presseinformationsamt gelauncht haben, wo wir uns einmal oder zweimal im Jahr austauschen, um aktuelle Entwicklungen uns gegenseitig vorzustellen. Und das war's. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Es tut mir leid, wenn ich habe wahrscheinlich ziemlich überzogen. Es tut mir leid. Ist hoffentlich nicht, ja? Okay, dann ist gut. Alles klar. Dann vielen Dank für den Einblick ins Presseinformationsamt. Ja, bitte. Ich gebe es aber gleich wieder weiter. Also wir haben noch ein zweites. Also ich habe noch kein Social-Media-Team jetzt in meiner Praxis kennengelernt, was von sich aus sagen kann, wir haben so viele Ressourcen über, dass wir alle so einen lockeren Tag haben. Ja. Das ist bei euch jetzt auch nicht so. Also wenn man mal so sieht, was so an Inhalten passiert, über welche Kanäle, dann sieht es da genauso aus. Es sieht genauso aus und wir versuchen natürlich auch daran zu arbeiten, dass es besser wird. Das ist auch das, was ich mit der letzten Folie versucht habe, so ein bisschen darzustellen. Wir versuchen über Papiere, über viele Präsentationen, die wir auch gerade dieses Jahr gehalten haben, für das Thema eine größere Lobby zu schaffen, weil wir davon überzeugt sind, dass es für die Stadt Frankfurt sehr nutzvoll sein kann. Ich habe es ja versucht, in unseren Ansätzen, wie wir es bislang machen, zu umreißen. Und das kann man natürlich auch noch ausbauen und besser machen. Mal über die Ressourcen hinaus, was
ist für dich aus deiner Perspektive die größte Herausforderung als Social Media Manager fürs Presseamt? Also wenn du jetzt mich persönlich fragst, finde ich die größte Herausforderung als Social Media Manager, dass man Abstand zu den Themen behält. Weil wenn du die ganze Zeit vor zwei Bildschirmen sitzt und da teilweise hitzige Diskussionen laufen, werden wir natürlich auch immer wieder auch, ich sage jetzt mal, Leute, die sich sehr schnell über Themen aufregen, sehr schnell echauffieren, dann läuft man Gefahr, dass man sehr nah rankommt an die Sache und dann vielleicht auch selber emotionaler reagiert, als man das eigentlich machen sollte. Weil wir versuchen natürlich normal zu sprechen und zu kommunizieren. Da darf auch ein bisschen Emotionen dabei sein, so wie normale Menschen miteinander sprechen. Aber man darf natürlich nicht dann irgendein Fettnäpfchen reintreten. Also man muss da schon einen gewissen Abstand haben, um auch eine gewisse Souveränität zu wahren, würde ich mal sagen. Schon mal einen Post geschrieben und dann wieder gelöscht und am nächsten Tag nur überdacht? Nee, es kommt vor, dass man mal irgendwie einen Fehler reingebaut hat oder so und dann korrigiert man den Post halt selbst schnell. Aber nee, es ist nicht so, dass wir irgendwelche, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwelche Posts mal bitter bereut hätten. Nee. Also ich mache es jetzt auch erst seit zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren. Davor gab es auch einen Vorgänger, der super Arbeit geleistet hat und sehr fleißig war. Aber ich glaube, in der ganzen Zeit gab es nicht irgendwie eine Art Shitstorm oder irgendwas, was wir bitter bereut hätten. Nee, ist nicht der Fall. Okay. Dann eröffnen wir die Fragerunde einfach mal in den weiteren Kreis. Hier vorne war das Händchen sehr flott. Mich würde interessieren, was ihr im Prinzip macht, um eigentlich so ein bisschen die Kraft der Community in Frankfurt zu nutzen. Also als Beispiel, wenn man jetzt mal an die Bahn zum Beispiel denkt, ne? Wenn man auf Facebook eine Frage postet, dann ist es oft so, dass Mitglieder der Community sehr schnell reagieren und schon eine Antwort geben, bevor die Bahn selbst reagiert sozusagen. Gerade bei euch, es sind ja wahnsinnig viele Fragen, die täglich kommen, weiß ich nicht, von was muss ich machen, damit der Sperrmüll kommt, über die Ampel ist kaputt und so. Ja. Gibt es da schon auch so ein bisschen, dass die Community da reagiert und mitwirkt oder was macht ihr, um das zu fördern, mal so gefragt? Boah, ich glaube, du kannst jetzt keine Preise vergeben für wer schneller antwortet als wir, kriegt was oder so. Aber ich meine, das kommt über einen gewissen Respekt füreinander. Also ich meine, wir gehen mit der Community, glaube ich, fair um. Wie gesagt, wir versuchen alles zu beantworten und wenn man dann, und auch auf alles einzugehen, und wenn man dann eine gewisse Reputation aufbaut, dann ist die Community vielleicht auch eher bereit, oder Community-Mitglieder sind mehr bereit dazu, sich auch dann mal einzumischen oder Position zu beziehen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir alle Menschen ansprechen über ihre Facebook-Seite, deswegen gibt's, oder Twitter, deswegen gibt es auch so ein breites Themenspektrum. Und der Dialog, der kommt dann meistens von alleine. Ich denke, aufbauend auf unserer Art und Weise, wie wir es machen. Wenn wir jetzt nur technokratisch von oben runter diskutieren würden, also nicht diskutieren würden, sondern kommunizieren würden, hierarchisch, dann würde, glaube ich, keiner Lust haben, groß bei uns mitzukommunizieren. Ja? Es geht ja um Themen, die alle betreffen, immer wieder. Reagiert ihr nur auf Ad-Mentions oder reagiert ihr auch auf Dinge, die ihr findet durch eure Suchanträge und die ihr interessant findet oder Posts, wo ihr denkt, da könnt ihr mit in den Dialog einsteigen? Wohlgemerkt, dass ja fast keine Zeit ist. Ja, aber ja, klar, das ist zum Beispiel so ein Feld, das machen wir, aber das ist ein Feld, was man definitiv bespielen sollte. Also wenn wir irgendwo Diskussionen wahrnehmen, die uns betreffen, dann kann man da ja auch durchaus signalisieren, hey, wir nehmen es wahr und sind interessiert daran, dass wir zu einer Lösung kommen oder können vielleicht irgendwas konstruktiv dazu beitragen. Ja, das machen wir sehr gerne, aber es kommt kurz, muss man ehrlicherweise zugeben. Wir sind gut genug damit beschäftigt, mit dem, was sowieso auf unsere Plattform einläuft. Frage beantwortet? Ja, okay. Noch eine Frage. Es wurde vorhin gesagt, dass die Zielgruppe von den Social Media Aktivitäten ja die Bevölkerung von der Stadt Frankfurt ist, weitestgehend.
Gibt es denn auch Bestrebungen, dass die Plattformen, die Social Media bietet, für das Thema Stadtmarketing zu nutzen, um mehr Touristen anzuziehen, sonstiges? Ja, das tun wir eigentlich auch. Es gibt natürlich auch noch die Tourismus- und Kongressgesellschaft bei der Stadt Frankfurt, eine eigenständige GmbH, die für Tourismus und Standortmarketing zuständig ist. Die haben auch eigene Social-Media-Angebote, auch teilweise auf Englisch. Die haben aber noch nicht dieselbe Reichweite aufgebaut wie wir als Stadt Frankfurt. Aber wir unterstützen uns doch gegenseitig. Also da laufen auch immer wieder mal Kooperationsgespräche. Und wir gucken, dass wir deren Themen dann auch mal nach vorne bringen und mal pushen können. Ja, es ist halt auch sehr viel Netzwerkarbeit dabei. Ja, also dadurch, dass wir ein sehr dezentrales Gebilde sind, geht es auch sehr darum, gute Drähte aufzubauen, auch zu der Feuerwehr oder zu der Polizei Frankfurt und die dann halt eben wirken zu lassen. Wir kriegen ja auch sehr viel zurück davon. Das ist ja auch spannender Content auf der anderen Seite. Und wenn wir Fragen haben, können wir auch schneller, also Anfragen haben, können wir besseren Service liefern, wenn wir eben dann wissen, aha, da sitzt schon Kollege XY, der weiß Bescheid, worum es geht und der wird mir hoffentlich auch schnell eine Antwort geben können. Monitort ihr eure Social-Media-Auftritte auch am Wochenende, sprich ein fremdenfeindlicher Pinnwand-Eintrag Freitagabend? Wann bekommt ihr davon mit und was tut ihr, wenn so etwas passiert? Ja, man sollte das eigentlich gar nicht so laut sagen, aber natürlich gucken wir auch mal am Wochenende rein. Aber ich sage es ganz ehrlich, das ist auch nicht nur... Also nicht so schön. Also ich, gerade wenn man das weitestgehend alleine macht, ich muss dazu immer noch mal sagen, natürlich, wenn ich im Urlaub bin oder krank bin, gibt es auch tolle Kollegen, die immer wieder mal aushelfen. Am Wochenende wünscht man sich dann schon auch mal Abstand von solchen Geschichten, weil es teilweise sehr intensives Kommunikationsgeschäft ist. Nichtsdestotrotz, manchmal kann man die Finger auch nicht davon lassen, ist auch ganz schlimm. Da guckt man doch noch mal irgendwie rein. Und wenn dann was ist, Dann ist was, dann kann man es auch nicht liegen lassen. Dann greift man das schon irgendwie auf oder weiß zumindest auch gleich schon am Montagmorgen, muss ich mich gleich ransetzen, um das zu klären. Ja, ja. Aber wir kommunizieren, das muss ich auch klar sagen, auf den Angeboten eine Service-Dienstzeit, die ist von 9 bis 17 Uhr. Das kommunizieren wir auf Twitter und Facebook. Da können die Userinnen und User auf unser Angebot setzen, da antworten wir auch drauf. Aber darüber hinaus können wir da keine Gewährleistung geben, dass wir es alles ableisten. Löst nicht das Problem, dass man irgendwelche fremdenfeindlichen, diskriminierenden, bescheuerten Posts hat auf einer Seite. Das kann leider immer passieren. Das ist auch nicht so oft der Fall. Ja, richtig. Danke. Zum Glück. Also wer in den Bereich Social Media Manager Ausbildung gehen möchte, der da noch nicht drin ist, es ist normalerweise kein 5 Tage, 8 Stunden Job. Also nur mal so als Vorwarnung. Muss man vielleicht was anderes machen. So. Wo war die Frage? Du hast ganz viel verraten über den Ist-Zustand. Mich würde jetzt mal interessieren, jenseits dessen, was Zeit und Geld möglich machen, was würdest du dir denn gerne wünschen? Also welches Projekt mit Social Media würdest du wirklich gerne verwirklichen, wenn Zeit und Geld jetzt nicht die tragende Rolle spielen würde? Ich würde wirklich gerne häufiger so Diskussionen führen, wie ich sie am Anfang der Präsentation gehabt habe. Sprich, wir stellen jetzt den neuen Rohbau vom Historischen Museum vor oder wir diskutieren mal mit den Bürgern und Bürgern über die Frankfurter Altstadt. Themen, die vielleicht stark teilweise polarisieren. Wo wir aber über einen guten Dialog auch unsere Positionen darstellen können, vielleicht auch aufklären können. Es gibt häufig viele Missverständnisse, gerade im Social Web sind schnell mal Gerüchte unterwegs, die sich sehr schnell verselbstständigen können. Und wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Da würde ich gerne mehr von machen, von solchen Themen. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft oder mal so ein bisschen spielerischer, innovativ denkt, mit neuen Apps, mit neuen Techniken, irgendwas in der Richtung? Nee, muss ich ehrlich sagen, schwebt mir spontan nichts vor. Wir haben jetzt vor kurzem mal wieder eine Präsentation gehabt von Social Hub. Das haben wir uns zeigen lassen. Also ein Tool, mit dem du einfach auch den Wissenstransfer machen kannst. Klar, das ist dann für uns daran gescheitert. Also dieses Tool ist zum Beispiel dafür da, dass kein Kommentar einmal unterflutscht. Auf Facebook passiert es sehr schnell, gerade wenn zu einer älteren Diskussion noch ein Kommentar kommt. Das nimmst du nicht wahr, das flutscht unten durch. Und es gibt Tools, die das alles sehr gut aufbereiten können, dass du das wirklich abarbeiten kannst. Aber das scheitert an Kapazitäten. Das können wir einfach
nicht leisten. Nee. Und Apps, ja, ich meine, wir haben eine App für unseren Facebook-Fanfoto-Wettbewerb, die haben wir durch ein Sponsoring verwirklichen können. Da kann man Bilder uploaden für den Fanfoto-Wettbewerb, die dann zur Wahl gestellt werden. Aber ob die Zeit der Apps nicht auch bald vorbei ist auf Facebook, ist nochmal so eine andere Frage. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also die Tabs werden keine zentrale Rolle mehr spielen auf Facebook. Da sehe ich jetzt auch weniger was. So, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, eine Frage, wenn wir noch eine haben, nehmen wir noch mit und dann gehen wir weiter in den Themen. Haben wir noch eine? Haben wir nicht? Dann vielen Dank. Ja, bitteschön. Danke euch.